So Leute, heute gibt es römischen Spargelsalat, beziehungsweise interpretiert als Spargelsalat. Ist eigentlich ein Spargelgericht gewesen, aber die Würze haben wir jetzt direkt so übernommen. Und gucken wir mal, wie es schmeckt. So, der Spargel fängt jetzt an zu kochen. Hier geben wir jetzt etwas von unserem Garum dazu, damit es sozusagen in dieser Würze mit kochen kann. So, jetzt habe ich hier die Lauchzwiebeln klein geschnitten. Dazu kommen unsere Kräuter. Hier habe ich jetzt Liebstöcke, Bohnenkraut und Koriander. Dazu geben wir etwas gemahlenen Pfeffer. Noch etwas Olivenöl. Eine gute Menge Weißwein. Und auch eine gute Menge Austernsoße. Das Ganze wird jetzt erstmal schön verrührt. Das ist dann jetzt sozusagen unsere Marinade, wo dann der Spargel hineinkommt. Das haben wir jetzt so schon mal vorbereitet. Jetzt warten wir nur noch auf den Spargel. So, der Spargel ist jetzt raus aus dem Wasser. Jetzt wird das Ganze gut verrührt. Und so wie das jetzt ist, wird das jetzt für eine Viertelstunde beiseite gestellt, weil jetzt ist es aktuell noch sehr heiß. Also die Marinade und der Spargel verbinden sich im heißen Zustand vom Spargel. Und jetzt wird das sozusagen abgekühlt, bis es lauwarm ist. So, da ist unser schöner kleiner Spargel. Riecht schon mal interessant. Und wenn ihr es authentisch haben wollt, dann nehmt mal grünen Spargel. Ich habe jetzt hier weißen genommen, einfach wegen der Verfügbarkeit. Und ja, probieren wir es mal. Das ist gar nicht so verkehrt. Ganz kurz was von der Marinade, wie die so generell pur schmeckt. Ja, kann ich mir auch gut zu anderem Gemüse vorstellen. Aber zum Spargel passt sie echt ideal. Ja, und wir haben ja hier so, ja, ich würde mal sagen, ein schönes, leichtes Spargelrezept für den Sommer. Klar, die Spargelsaison geht jetzt natürlich gerade zu Ende. Aber Spargel gibt es ja auch zum Beispiel im Glas. Ja, also eingemachter Spargel, gefrorener Spargel gibt es glaube ich auch. Von daher, ja, würde ich auf jeden Fall sagen, Mensch, das kann man auch weiterhin machen. Und ja, ich persönlich finde es sehr lecker, ist eine sehr, sehr aromatische Sache. Man schmeckt klar die Zwiebel sehr dominant raus. Und ansonsten, ja, so der Wein kommt leicht, ganz leicht durch. Also generell. Die Würzaromen von der Austernsoße auch harmonieren sehr gut. Von daher ein perfektes Rezept, sehr geil. Und ja, wenn euch das gefallen hat, wartet auf nächste Woche, da gibt es wieder was Römisches. Ich weiß, sehr viel Römer in letzter Zeit, aber die haben es mir gerade momentan ein bisschen angetan. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Euer Schlemmergermane, ciao.